Folge Nummer 21. Wir sind durch das Tor hier gerade durchgesprungen und jetzt gucken wir uns einen Sektor an. Einmal die neuen aufgerufen, Ressourcendepot und Essensriegelfabrik. Boah, hier ist wohl eine verhungernde Ecke sozusagen. Letzte Folge hatten wir das ja auch schon. Ja, sonst ist hier nicht ganz viel. Wir können mal gerade die Karte gucken. Wir sind also von hier nach da gesprungen. Ich werde jetzt zusehen, dass wir weiter springen und schneid das zusammen. Jo, dann würde ich sagen, sind wir gleich, ne, wahrscheinlich da und gucken uns das, aber da brauchen wir, eigentlich brauchen wir da ja gar nicht hinspringen, ne. Wir können ja gucken, was da ist, das kennen wir ja schon. Da ist jetzt nix. Da ist ein Wurmloch, was nach da geht, das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Das heißt, da ist auch nix. Und da ist auch nichts. Das heißt, wir werden versuchen, hier in diesen Bereich zu kommen, aber dann würde ich das mal mit der Drohne und dem Springen über diesen Weg machen. Ja, ich holt euch kurz zwischendurch vielleicht mal mit dem Bild da rein oder sowas. Weiß ich nicht, ob ich kommentieren werde oder nicht, aber ihr werdet den Weg dahin dann finden. Alles klar. Wir sind jetzt ein bisschen durch den Hyperraum gesprungen oder Hyperraum gesprungen bis hierhin und haben jetzt hier so was zu sehen. Und ja, da gucken wir mal gerade ins P. Nee, nicht ins P, ins F9 und sehen, dass hier ein Handelsposten nur ist. Aber das hatten wir ja schon auf der Karte gesehen, fällt mir gerade ein. So, das heißt, der nächste Weg geht nach da oder nach da. Was man machen könnte, mal schauen, ob es hier irgendwo schon was Grünes gibt. Aber ich gehe fast von aus, dass das noch nicht so ist. Also da näher fliegen bringt jetzt auch nicht wirklich was, oder? Also ich glaube nicht, dass hier noch schon Nanonit ist. Das wird hier noch nicht sein, oder? Lass mal gerade nochmal auf der Karte gehen. Nee, bestimmt noch nicht. Da müssen wir definitiv noch ein bisschen weiter an den Kern, denke ich mal, ran. Wir können ja mal gerade noch ein bisschen näher an die Asteroiden hier ranfliegen, aber für sinnvoll halte ich das jetzt nicht. Aber warte mal, da ist ein dicker Vetter, oder? Auf jeden Fall ist er Titan. Und ich meine auch, da ist ein dicker Vetter. Gut, dann fliegen wir den dicken Fetten natürlich an, weil den können wir dann beziehungstechnisch ja nutzen und dann kommen wir vielleicht auch an gut bei dieser Fraktion. Warte mal, Fraktion ist noch die passende, alles klar. Oder wird wahrscheinlich noch die passende sein, ich weiß es nicht. Zieht sich gerade ein bisschen wie Gummiband, ist klar, aber den nehmen wir jetzt mit. Ich cutte es jetzt, glaube ich, auch nicht raus. Da sind wir doch schneller dran, wie das Cutten nachher den Dingens ist. Oh, Piraten greifen den Sektor an, das ist nicht schön. Aber was willst du machen? Kannst du gerade nichts machen, ne? Wir sind mit unserer Drohne nur unterwegs, auf dem Weg zum Nanonit. Naja, aber wir werden jetzt hier die Beziehung verbessern und ich hoffe, dass die Beziehung von, von neutral auf gut dadurch klappen, dass wir diesen Asteroiden dann verticken. Also was Grünes sehe ich jetzt hier nicht. Da links ist Titan zu sehen. Also hier ist schon auf jeden Fall besser mit Titan wahrscheinlich. Und, naja, sonst sehe ich keinen grünen, blinkenden Asteroiden hier irgendwo. Da unten ist Eisen. Ja, nee, da ist noch mehr Eisen. Da hinten ist nochmal Titan. Ja, gut, wissen wir das auch erstmal. Wir brauchen 500 von dem Zeug dann, ne? Aber jetzt müssen wir erstmal ihn hier näher kommen. Wie war das? 17 oder 21? Ich habe immer Angst, dass ich dagegen knalle dann. 3. Ich hätte jetzt gerne noch geguckt. Warte, machen wir, oder? Ach, egal. Zack. Interagieren. Einnehmen. F. Asteroid verkaufen, geht sowieso nur an die, bringt uns 2000 Punkte, vielleicht reicht das. Beziehung zu den Bängern um 2000 Points verbessert. Credits verkauft steht da unten. Wo sind der Handelsposten? Ist der von denen? Der ist von denen. Sind gut, wir haben es geschafft. Gut, wunderbar. Das hat was gebracht. Dann sind wir hier im Prinzip fertig und ich werde dann den Weg durch das Tor wahrscheinlich nach hier nehmen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar, bis gleich. Nee, nicht nächsten Folge, sorry. Nochmal zurück, das ist nicht die nächste Folge. Im nächsten Cut, den schneide ich nämlich nochmal.
Ich bin noch im gleichen Sektor auf dem Weg zum Tor, aber ich sehe hier gerade etwas und ich weiß nicht, ob ich das aufschnappen kann. Da oben ist ein Wrack und da liegen so ein paar Teile und ich habe gedacht, wo die Piraten da eben Rabatz gemacht haben, mir leider nicht geholfen haben, aber da sind drei solche schicken Teile und ich habe jetzt mal so gedacht, ich gucke mir die vielleicht mal vom Nahen an, ob ich die aufsammeln kann. Ich bin mir nicht sicher, weil ich die ja nicht kaputt gemacht habe, aber wenn hier was rumliegt, kann es auch sein, wenn es von Piraten ist, dass ich es mitnehmen kann, oder? Das war eine Kanone. Und das hier ist auch eine. Das war ein Dreifach-Maschinengeschützturm und irgendwo war noch was. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Das war aber an dem anderen Schiff da unten. Da liegt auch noch was. Gucken wir, dass wir das auch noch kriegen. Und das ist... Ah, das ist ein Bauteil. So, für Nothing nehmen wir es mit, oder? Ein C-43-Detektor. Okay. Achso, das ist kaputtes Schiff. Ah, warte mal, oder? Nee, das ist was anderes, ne? Das sind so andere Rohstoffe, die daneben liegen, ne? Die darf ich, glaube, darf ich die aufsammeln? Weiß ich gar nicht. Doch, hier ist kein rotes Zeichen dran. Dann da, nee, doch, da ist es, da kommt es. Okay, das heißt, das darf ich nicht aufsammeln. Ist aber nicht schlimm, weil die anderen drei Teile, die waren ja schon ganz nett, ne? Gibt auf jeden Fall Geld, ne? Das ist jetzt unser Ziel. Oh, nee, doch nicht. Da sind wir gerade hergekommen. Jetzt müssen wir gerade das andere Tor finden. Ja. Da müssen wir wahrscheinlich hin, ne? Nordwesttor, genau, das war mein Ziel. Kurz auf der Karte noch geguckt, ne? Ich bin hier, da hat sich nichts dran geändert. Wir haben aber die drei Teile aufgesammelt und weiter geht's. Bis gleich. So, wir sind eine ganze Ecke weitergesprungen. Hier ist aber leider nichts. Damit ihr den Zwischenstand habt, da geht die Reise gleich irgendwo hin, wo ich dann, ne, sackgassenmäßig kein weiteres Tor. Leider. Das heißt, ich muss irgendwie weiter gucken, dass wir da weiterkommen, weil hier ist ja nichts, wie ihr seht. Da gibt's nur das Tor wieder zurück. Alles klar. Ich denke, das wird dann in einer neuen Folge stattfinden. Wenn ich das hier alles zusammen habe, dann ist das schon wieder eine Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und wie gesagt, ne, macht ein Abo, macht einen Daumen hoch, macht die Glocke an, schreibt Kommentare, teilt das Video auf anderen Kanälen. Dann bin ich richtig glücklich und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.